Spannung eingestellt bei knapp 60 oder 50. Wenn ich loslasse, fliegt fast ganz von alleine. Ja, ein bisschen nachdrücken. Ja, rups, wieder gerade. Ja. Tut der Abfänger selber, probieren wir auch. Etwas drücken. So, fliegt er. Ja, fängt ab. Gut abfangen. So, was macht er? Er nickt. Wird schneller. Jetzt hat er sich wieder eingespielt. Bisschen schneller probieren. So, halber Sturzflug. Und loslassen. Uiuiui, jetzt geht er aber hoch. Hopp, jetzt kommt der Strömungsabriss. Fast nicht ganz. So, jetzt probieren wir mal ganz ziehen. Ganz langsam ziehen. So, ich ziehe weiter. Und immer weiter. Immer weiter. So, gezogen bis zum Anschlag. Jetzt geht er hoch. Und runter. Was macht nur ein bisschen Sackflug. Und wird stärker. Jetzt wird er gleich runter schießen. Oh ja. So. Upp, jetzt riest er ab. Oh, jetzt. Jetzt ist er abgerissen. Nochmal probieren. Hoch und runter. Ups, oh, jetzt ist er. Jetzt ist er schön im Sturzflug oder halt senkrecht runter. Fängt sich ab ohne Probleme. Wunderschön. So, dann können wir noch einmal am Flügel angucken. Querruder. So. Sonst Gestänge. Ich habe den Kompass. Die Landeklappenhebel. So, Steuerung sieht man auch ganz toll. Ist ja alles wunderbar leichtgängig. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Video.